Unser Thema heute, wie angekündigt, der Neubau der B178. Wir haben uns vereinbart mit Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz. Schönen guten Tag. Tag, Jana. Es ist eine unendliche Geschichte. Berlin blamiert sich mit dem Ausbau seines Flughafens. Die Oberlausitz tut es mit dem Bau der B178. Seit 25 Jahren hoffen wir auf den Ausbau einer Verkehrsmagistrale hin zur Autobahn. Und immer dann, wenn Wahlkampf ist, werden Fertigstellungstermine zum Greifen nah. Doch all die Termine sind verstrichen, die Glaubwürdigkeit der Macher ist ramponiert. In diesen Tagen wird gestritten, ob der letzte Abschnitt nach Weißenberg 3- oder 4-spurig verlaufen soll. Die Unternehmer und die Bürgermeister der Region laufen Sturm. Haben Sie noch eine Idee, wie die Glaubwürdigkeit der Politik bei diesem Thema wiederhergestellt werden kann? Ich denke, da gibt es Ideen, aber Sie haben recht, wir haben gedacht, zur Landesgartenschau ist die Straße fertig. Jetzt haben wir einen Tag der Sachsen beantragt für 2017. Bis dahin ist er auch nicht fertig, selbst wenn jetzt 4-spurig weitergebaut wird. Dafür kämpfe ich um die 4-spurigkeit. Ich denke, es ist eine ganz verzwickte Geschichte. Die Degis hat die Planungsunterlagen vorgelegt. Es ist die Anhörung gewesen im vorigen Jahr im Sommer. Und eigentlich haben alle gedacht, ja, jetzt kann es losgehen. Und eigentlich durch Zufall hat der Landrat im Wirtschaftsministerium erfahren, dass es da eine ganz andere Variante gibt, dass die Gegner eine komplette Planung vorgelegt haben für die Ursprungsvariante, die damals von denselben Leuten verworfen worden ist. Diese 3-spurige Variante kostet mehr Geld und nimmt auch ein Drittel mehr Land in Anspruch, weil es ja länger ist. Und für uns als Bürgermeister und Oberbürgermeister und auch mein Kollege in Weißenberg sagen, es muss die Variante, die auf dem Tisch ist, gebaut werden, nicht 3-spurig, sondern wie sie jetzt geplant ist. Sonst brauchen wir 10 Jahre, ehe wir den neuen Anschluss haben. Denn so lange würde es ja dauern, eine Urplanung zu machen, wieder das ganze Land zu kaufen und. Und ich kann mir es nicht vorstellen, es ist dasselbe Vogelschutzgebiet, über die neue Variante gehen soll. Also dieselben Probleme wie bei der alten Variante. Also es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man auch plötzlich sagen kann im Wirtschaftsministerium, es ist nie von der Variante gesprochen worden, nie von dem 4-spurigen. Aber alle wissen, dass voras Jahr zum vom 3-spurigen, alle wissen, dass aber voras Jahr zum Landtagswahlkampf der Ministerpräsident das bei der Dachdeckerfirma gesagt hat und es stand auch in der Zeitung. Also ich weiß nicht, was da gelaufen ist im Ministerium. Für mich sind es jedenfalls dubiose Dinge. Irgendjemand muss ja diese neue Planung, diese 3-spurige Planung auch finanziert haben. Das ist ja das Nächste. Das sind die Gegner der 4-spurigen Variante. Die haben eine komplette Planung vorgelegt für eine 3-spurige Variante. Und ja, so eine Planung kostet ja vielleicht 150 oder 200.000. Und das muss ja jemand bezahlt haben. Das haben bestimmt die Gegner nicht bezahlt. Wer dann? Ja, ich von meiner Seite fordere einen Untersuchungsausschuss. Wenn wir es wegen der Sache nicht machen, und ich habe auch schon einen Vorsitzenden, ich schlage vor, den ehemaligen Staatssekretär im Kultus und ehemaligen Regierungspräsidenten Dr. Hasenflug. Er hat ja mit der Waldschlösschenbrücke schon hinlänglich Erfahrungen, und ich denke, man muss einfach mal hier sehen, was denn da gelaufen ist in dem halben Jahr oder wem da was versprochen worden ist. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es dort andere Zwänge gibt, wie bei der jetzigen 4-spurigen Trasse. Also, klare Nachricht, Sie fordern Untersuchungsausschuss. 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, all diese Jahreszahlen waren im Umlauf für die Fertigstellung. Hand aufs Herz, wann glauben Sie, dürfen die Oberlausitzer mit der Fertigstellung rechnen? Also wir kämpfen natürlich alle gemeinsam mit dem Landrat, alle die, wir sind nächste Woche, wir sind am 3. eingeladen ins Wirtschaftsministerium, wir werden unseren Standpunkt klar machen. Wir haben auch der Landkreis, wir haben auch Fragen an das Wirtschaftsministerium gestellt. Alleine um die Prognose, wenn ich das nochmal sagen darf. Die Prognose ist im Jahr 2010 gemacht worden. Zu dieser Zeit gab es die 178 neu von Nostitz bis zum Kaufland Löbau. Dazwischen gab es überhaupt nichts und dann wieder die Nordspange. Wie will ich eine Prognose machen? Ich kann die machen. Wenn ich das so vorgäbe, macht mir jeder eine Prognose. Also ich kann keine Prognose machen für eine Straße, die überhaupt nicht da ist. Also und Sie sprechen die Prognose an, wo es um das Jahr 2025 geht und um rückläufigen Verkehr. Genau so ist das. Ich kann nicht von rückläufigem Verkehr sprechen, wenn wir
die Schienen nicht weiter ausbauen, also die Eisenbahn nicht ausbauen. Für mich ist es eine internationale Strecke. Man kann von der rumänischen Grenze, von Ungarn, das ist unsere Partnerstadt, eigentlich über Budapest und Prag bis hier auf die A4 fahren. Und ehe diese Straße nicht fertig ist, wir sehen es ja zum Teil an LKWs und an PKWs, die Leute nutzen ja dann auch die Kreisstraßen und Staatsstraßen, die fahren ja über Land, bloß an die, dass sie an die Autobahn kommen. Und wenn der LKW-Fahrer ständig wieder von einer Straße runterfahren muss, wird er die auch nicht nutzen. Ansonsten muss ich die Straße fertig haben und dann liegt auch Verkehr drauf. Also diese Prognosen ist meiner Ansicht nach überhaupt, kann man überhaupt nicht werten. Und es gibt den Gutachten, auch von der Uni in Dresden, eine dreispurige Variante geht verkehrstechnisch gar nicht. Es gibt ja da auch Gesetze und Gesetzlichkeiten, wann gehe ich in eine Dreispurigkeit über von der Vierspurigkeit. Ich brauche auch gewisse Abschnitte, das kann zu erhöhten Verkehrsunfällen kommen. Udo Kruhn, wir haben ja Facebook-Nutzer gefragt, was Sie für Meinungen vertreten oder welche Fragen Sie haben. Er sagt, welcher vernünftige Mensch baut einen Flaschenhals vor der Autobahn, wo hier der Verkehr doch am höchsten ist oder sein wird. Man sollte auch endlich loslegen, ohne ständig Geld für Umplanungen und neue Gutachten auszugeben. Auch das wird bestimmt von unseren Steuergeldern bezahlt. Nur eine fertige Straße nutzt der Region was und nicht das ständige Gerede darüber. Fangt endlich an zu bauen. Herr Buchholz, das Wirtschafts- und Verkehrsministerium wird jetzt von den Sozialdemokraten geführt. Vorher waren es die Freien Demokraten, davor waren es auch die Sozis, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Aber alles in der Koalition mit der CDU. Warum ist die Politik nicht in der Lage gewesen, diesem Thema mehr Nachdruck zu verleihen? Also die Frage stelle ich mir schon die ganze Zeit, weil gerade als der Herr Jörg Staatsminister war, und den schätzen wir als Wirtschaftsminister, hat er sich vehement für diese Straße eingesetzt, das gebaut wurde. Und wir haben ihn jedes Mal und Sie auch bei Eröffnungen von Abschnitten gesehen, er ist immer interessiert gewesen. Wenn natürlich sein Nachfolger im Kreis, der Herr Baum, plötzlich sich zur 178 hinstellt und Bürgerforen machen will, muss ich sagen, weiß ich nicht, wo er die ganze Zeit gelebt hat. Es gibt diese Initiativgruppe 178, die hat Jahre gekämpft, wir haben gemeinsam gekämpft, wir haben Bürgerforen gehabt und wir brauchen keine Bürgerforen mehr machen, denn die Sätze sind alle gesprochen. Wir wissen ja, was in der Vergangenheit war und ich verstehe nicht, dass das jetzige Wirtschaftsministerium überhaupt nicht auf die Vergangenheit guckt, auf seine eigenen Leute guckt, sondern voranschreitet, denn die Verantwortung liegt im Ministerium, was natürlich bei der FDP passiert ist, das muss man jetzt mal erforschen, wieso das denn so gegangen ist. Die hatten ja auch genug Zeit, was zu tun. Und ich kann mich nicht bloß hinstellen und Förderbescheide für Radwege bringen oder das, was auch nicht unter der FDP angefangen worden ist, ist ja auch unter anderen angefangen worden und dann so tun, als wenn ich da was vollbracht habe. Ich sehe da nichts. Danilo Palm sagt, es ist ja nicht nur der Bau der B178, was ist mit der Elektrifizierung der Strecke Görlitz-Dresden? Auch ein Wahlversprechen. Es ist einfach nur lächerlich, was hier passiert. Wir sind für die Dresdner Regierung gar nicht da. Das klingt nach einer Menge Frust. Das ist mir völlig klar, dass die Leute, der Bürger frustriert ist. Und da gibt es vielleicht auch manchmal einen Zusammenhang mit den Demos in Dresden, dass man den Leuten nicht die Wahrheit sagt, sondern dass man immer wieder Slogans verbreitet. Ich war mal bei Herrn Gillow als, man kann sich ja noch an alle Namen erinnern, wenn man 21 Jahre im Amt ist. Ich habe Staatssekretäre und Minister kommen und gehen sehen. Also der Herr Gillow, das war mal so, als er nach Herrnhut sollte, das war noch der alte Kreistag in Löber-Zittau, waren wir auch da, weil für einen Abschnitt kein Geld da war. Also, aber Planungsrecht und anders nicht. Da habe ich den einen Tag, bevor er kam, gesagt, wenn Sie hier nach Herrnhut kommen, werden Sie die Leute fragen, warum haben Sie nicht bei Ihrem Bundesministerium gefragt, ob man nicht das Geld umrubeln kann? Das wäre das Einfachste oder mit Ihren Mitarbeitern. Und dann sagte er, ja, man muss ja den Bürgern die Wahrheit sagen. Ich sage, das soll man nicht bloß zur Landtagswahl. Und Sie werden es nicht glauben, das Geld ist umgerubelt worden. An dem Abend noch bis morgen und dann konnte er hier in die Region kommen und sagen, dass ja die Gelder bewilligt sind für den Abschnitt von Löberweiter. Also solche Dinge gibt's. Und wenn man natürlich dem Ganzen keine Beachtung schenkt und auch seine Leute nicht richtig informiert und dann, wie gesagt, so ein neuer Landtagsabgeordneter, den keiner kennt, hier auftritt, der in Schleswig-Holstein Autobahnen gebaut hat. Das kann ich mir vorstellen. Schleswig-Holstein ist genauso dünn besiedelt wie dort, wo er herkommt.
Und ich kenne um Bad Segeberg diese sogenannte Autobahn. Dort fahren sie nur einspurig, das ist ein Nadelöhr, dort kann man fast nicht fahren, dort war ich im Herbst. Also mit solchen Dingen braucht man nicht kommen. Und wenn er auch in einem Büro tätig war, wissen Sie, 3 Büros, 4 verschiedene Meinungen. Und ob das immer das Optimale ist, was er sagt, meiner Ansicht nach, ist er nicht der Experte, der das überhaupt einschätzen kann. Aber das klingt bei Ihnen jetzt aber auch so ein bisschen wie ein Wut-Interview. Wissen Sie was, wenn man immer hofft, dass hier für die Leute was rausspringt, und ich sehe ja nicht bloß die Löber, ich sehe auch die Leute, die im Gebirge wohnen, die in Zittau wohnen, die jeden Tag irgendwohin auf Arbeit fahren müssen. Wenn ich von Eupin hier in Richtung Dresden will, da habe ich da schon mal eine Dreiviertelstunde zu fahren, wenn ich durch Zittau durchfahre, dann fahre ich über Oberseifersdorf und biege dann irgendwann in Großhennersdorf oder bei Großhennersdorf auf die 178 und muss dann vor Weißenberg nochmal runterfahren, durch die Stadt fahren. Und das ist sicherlich auch frustrierend für den Bürgermeister in Weißenberg und für die Leute, die nehmen ja alle die Abkürzung durch die Stadt. Das ist frustrierend, und wenn wir das so beibehalten und die Politik hier nicht schaltet, dann werden noch viel mehr Leute aus der schönen Oberlausitz wegziehen und ihren Lebensmittelpunkt ganz woanders suchen. Und das müssen wir eigentlich verhindern. Wir machen Stadtsanierung, wir machen alle möglichen Dinge, um die Leute im ländlichen Raum, um die Leute hier zu halten. Es gibt Förderprogramme. Dann muss doch wohl mal im Wirtschaftsministerium irgendwo mal ein Licht aufgehen. Und da muss man doch sehen, ich lasse das gerne dem Ministerpräsidenten an. Denn ich glaube, der weiß das noch gar nicht und wusste das noch gar nicht, was denn hier passiert. Anke Schneider sagt, da kann einem schon ein bisschen übel werden. Bauverzögerung, weil man streitet, ob die Straße nun 3- oder 4-spurig werden soll und wo genau sie gebaut wird. Kein vernünftiger Lärmschutz für die Anwohner, aber ein toller grüner Mittelstreifen. Ja, also das war ja auch der große Clou der FDP. Ich mache einen grünen Mittelstreifen, der aussehen soll wie Gras, und baue das genau in der Ferienzeit. Also da muss man drauf kommen. Ich baue das genau in der Verkehrsdichte. Alle Leute müssen alle Nebenstraßen nutzen. Wir haben aber einen grünen Streifen. Na gut, der grüne Streifen war fertig, als die FDP auch fertig war. Herr Holz, ich kann mich an dieser Stelle nur für die offenen Worte bedanken. Vielen Dank für das Interview.